Silla, der skeptische Podcast aus Hamburg. Hallo und herzlich willkommen zur 111. Episode von Hoaxilla, dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Einige haben es ja letztes Mal gemerkt, dass ich etwas schneller gesprochen als gedacht habe und aus alter Tradition die Folge zurück nach Münster verlegt habe. Wenn das nicht aufgefallen ist, der kann auch mal in die alte Folge hineinhören. Wie immer bei mir natürlich, ihr habt sie gerade schon gehört, die wunderbare Hoax-Mystische Alexa. Hi ihr. Und die Stimme des Hoaxmasters sollte euch bekannt sein. Und mit der heutigen Episode werden wir einen Themenschwerpunkt für dieses Jahr einleiten. Das haben wir schon mehrfach angekündigt, dass das kommen wird. Welcher das ist, machen wir nachher. Es musste ja mal so kommen. Das Thema ist auch so zu schön, als dass man das in einer Sendung abhandeln wird. Und da haben wir auch heute einen Gast dabei und ganz exklusives Audiomaterial noch, was wir euch vorspielen werden. Aber dazu kommen wir nachher und machen jetzt erstmal weiter in der Sendung. Der Woche. Ja, in der Story der Woche geht es diesmal um einen amerikanischen Pastor, der ein kleines Problem hatte. Das würde man jetzt nicht unbedingt bei einem Pastor verorten, aber das macht die ganze Geschichte noch ein bisschen amüsanter. Also wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. Unter dem Motto läuft das Ganze. Der gute Hirte hatte ein kleines Problem in Richtung Erektion. Das heißt also, ihm drohte die Impotenz und er hat sich dann irgendwie mit Ärzten zusammengesetzt und hat sich dann mit einem Chirurgen abgestimmt und es ist ihm ein Implantat eingesetzt worden. Und so konnte der Penis dann im Bedarfsfall durch Knopfdruck zu einer Erektion gebracht werden. Das große Problem an der ganzen Geschichte war nur, dass er mitunter aus heiterem Himmel Erektionen bekommen hat, obwohl der Knopf gar nicht aktiviert war. Er hat sich fürchterlich gewundert, wie das denn kommt, bis er irgendwann mal durch Zufall herausgefunden hat, dass das jedes Mal dann passiert ist, wenn seine Nachbarin mit dem Auto in die angrenzende Garage gefahren ist. Dummerweise lagen dann also der Türöffner der Garage und dieses Penisimplantat irgendwie auf einer Wellenlänge. Verdammt. Eine sehr schöne Geschichte. Ja, ne? Naja, okay. Die Frage ist halt bloß, ob sie wahr ist. Das lösen wir dann am Ende der Sendung mal auf. Genau. Und machen wir erstmal weiter. Thema der Woche. Ja, wir haben ja angekündigt, dass 2013 unter zwei großen Stichwörtern stehen wird. Wir müssen natürlich noch ein bisschen die Anthroposophie aus dem Jahr 2012 weiterverfolgen. Das ist sowieso gesetzt, aber mit der Waldorf-Folge haben wir da schon relativ viel gemacht. Wir werden uns aber sicherlich dem Thema nochmal widmen in diesem Jahr. Die weiteren Schwerpunkte für 2013 sind Humanismus. Da wollen wir mal ein bisschen genauer hinschauen und das Thema der heutigen Woche, nämlich das Thema Präastronautik. Und ich weiß genau, dass sich da einige schon sehr drauf gefreut haben. Genau, wir haben natürlich Mails zu dem Thema bekommen. Der Pascal hat uns seinerzeit auch mal eine wunderbare Dokumentation zukommen lassen. Die weiß ich noch gar nicht, ob ich die nochmal extra verlinken will, weil das viel Spaß wäre. Vielleicht am Schluss. Am Schluss des Jahres. Ja. Naja, wir haben uns aber entschlossen zum Thema Präastronautik. Da ist auch unser heutiger Studiogast ein ausgewiesener Experte und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit diesem Thema, dass man das nicht einfach in einer Folge machen kann. Das wäre viel zu viel und es gibt viel zu viele Artefakte und Monumentalbauten und sonstige Dinge, die man da beleuchten muss. Sondern wir haben gesagt, wir machen heute eine Einstiegsfolge, wo wir uns dem Thema erstmal widmen, wo wir Begriffe klären. Genau. Und dann werden wir dann über das Jahr immer mal wieder uns einige Orte raussuchen und werden dann im Detail sozusagen über das Thema Präastronautik sprechen. Und damit wir überhaupt erstmal ans Laufen kommen und damit auch diejenigen, die sagen, was ist eigentlich jetzt Präastronautik, da reinkommen ins Thema, spielen wir jetzt erstmal unser Interview mit unserem Gast ein, den viele von euch sicherlich kennen werden und auch in dem Kontext hat er da einiges zu sagen. Und dann würde ich erstmal sagen, hören wir erstmal dem Interview zu und kommen dann nachher nochmal auf euch zurück. Musik.
Hoaxilla Interview. Ja, und zu diesem Thema Präastronautik haben wir uns einen Gast in die Sendung eingeladen, über den wir uns sehr freuen, dass er mal wieder Zeit gefunden hat, bei uns zu sein in Hoaxilla. Nämlich zu Gast der Diplompsychologe Sebastian Bartoschek. Hallo Sebastian. Hallo Alexander, hallo Alexa. Sebastian. Und jetzt werden natürlich wieder alle sagen, ach, der Bartoschek, jetzt schreibt Alexa mit dem Buch und Alexander schreibt das Vorwort für das Buch von dem Sebastian und das ist doch alles abgekartet, weil die nur noch Werbung machen und um sich selber kreisen. Und das stimmt natürlich. Ja, ist aber nur die halbe Wahrheit. Genau. Der eigentliche Grund ist nämlich, dass du dich schon länger mit diesem Thema auseinandersetzt, ne? Seit geraumer Zeit schon. Ja, das ist so mein Einstieg eigentlich gewesen, sage ich jetzt mal, in den gesamten Bereich der Parawissenschaften. Das war die Einstiegs, darf man Droge sagen? Ich sage einfach mal, die Einstiegsdroge war Präastronautik und die hat mich seitdem nicht mehr losgelassen. Das ist quasi seit Kindesbeinen an. Dein Thema, ne? Das ist gar nicht übertrieben. Ja, tatsächlich. Also es standen bei uns im Haushalt meiner Mutter Erich von Däniken Bücher und die habe ich mir dann irgendwann geschnappt, weil da eben auch Bilder drin waren. So, das fand ich ganz spannend und habe die, wann habe ich das erste gelesen? Da werde ich wahrscheinlich, sag mal, 14 oder so gewesen sein. 13, 14. Ja. Das ist ja auch wirklich ein spannendes Thema, bei dem man so richtig gedanklich auf die Reise gehen kann. Für diejenigen aber, die mit dem Begriff Präastronautik nichts anfangen können, könntest du mal so kurz umreißen, worum es in dem Themenkomplex geht? Eigentlich hat Erich von Däniken das selbst auf den Punkt gebracht mit dem Satz, die Götter waren Außerirdische. Und das ist das gesamte Konzept. Das heißt, es gab irgendwann in der Vergangenheit eine Landung von Außerirdischen auf der Erde und diese Landung findet sich in alten Schriften wieder und das sind, oder die Erinnerung, je nachdem, welchem Buch man da folgt, die Erinnerung an diese Landung wurde eben verklärt zu den Außerirdischen, zu den Göttern in den Heiligen Schriften und damit, deswegen vergleicht Däniken und alle Präastronautik-Autoren verschiedene Heilige Schriften und damit würde man eben dann auch Ähnlichkeiten, die sich weltweit zwischen Kulturen finden, die nichts voneinander angeblich haben wissen können, erklären können. Das heißt also, diese Außerirdischen, die sind ja an mehreren Orten auf der Erde gelandet und haben dann Menschen vorgefunden, die schon ein gutes Stück weit irgendwie eine Kultur entwickelt hatten? Oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, da gehen die Meinungen zwischen den verschiedenen Präastronautik-Autoren und auch zwischen den verschiedenen Phasen von Erich von Däniken auseinander. Es gibt so gewisse, einige Bücher, wo Däniken sagt, das und dies könnten Landeorte gewesen sein. In seinen späteren Büchern sagt er einfach nur, es gab eine Landung von Außerirdischen und die trafen einen Menschen an, der den Sprung zum Homo sapiens eben noch nicht gemacht hatte und haben dann durch... vielleicht durch Genmanipulation, auch da muss man wieder zwischen den verschiedenen Autoren unterscheiden, aber wahrscheinlich durch Genmanipulation den modernen Menschen auf den Weg gebracht und haben, auch da wieder je nach Autor, haben vielleicht in unserem Genom Hinweise auf die Erschaffer, sage ich jetzt mal, hinterlassen. Das heißt, das klingt ja wirklich so ein bisschen danach, so Gott schuf den Menschen nach seinem Ebenbild, so nach dem Motto. Ja, das klingt nicht nur danach, das ist zum Beispiel eine sehr zentrale Stelle, wo dann auch viel, also dieses Zitat, ne, er schuf den Menschen nach seinem Ebenbild. Ich glaube, das ist auch die Stelle, wo nach Präastronautik-Autoren eben nicht von Gott die Rede ist im hebräischen Original, sondern von den Göttern. Also die Singularform von Gott, die muss man sagen, das stimmt, die findet sich in den ganz alten semitischen Teilen des Alten Testaments nicht, sondern da sind Formulierungen, die auch die Götter bedeuten kann. Und daraus leiten einige Präastronautik-Autoren eben ab, dass es mehrere gegeben haben
wird, und das waren dann eben die Außerirdischen, die den Menschen nach seinem, nach ihrem Ebenbild geschaffen haben. Jetzt ist Erich von Däniken einer derjenigen, der wahrscheinlich für die breite Öffentlichkeit diese Theorien bekannt gemacht hat. Es ist ja nicht mehr so medienpräsent, wie das mal war. So in den 80er Jahren, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, kannte den wirklich jeder. Da war der quasi stadtbekannt. Vielleicht schauen wir nochmal, oder du kannst das ja mal erklären. Man würde jetzt ja vermuten, wenn sich jemand mit so einer Thematik befasst, dann ist er Archäologe, Historiker, so aus dieser Schiene. Oder Kellner. So, vielleicht sagst du mal was zum Hintergrund von Erich von Däniken. Erich von Däniken bezeichnet sich selber als Privatgelehrter. Wie man dem schon entnehmen kann, ist es natürlich kein geschützter Titel, selbst in der Schweiz nicht, sondern er ist Schweizer Hoteliersohn, hat eine Zeit lang im elterlichen Hotel mitgearbeitet, hat nach eigenem Bekunden eine sehr religiöse Erziehung genossen. Wenn ich das richtig im Kopf habe, sehr jesuitisch geprägt, aber dann will ich mir das nicht festlegen, aber auf jeden Fall eine religiöse Erziehung genossen. Er sagt doch bis heute, dass er an Gott glaubt, ne? Von sich. Das habe ich ihn nicht gefragt, das weiß ich nicht. Ich habe ein Interview von ihm gesehen und auch eins gelesen, okay, wo er das beides mal bestätigt, aber sehr vehement sogar bestätigt. Aber er wird einen anderen Gott meinen, als den, der sich in der Bibel findet, ne? Da haben natürlich die Interviewer nicht vernünftig nachgefragt an der Stelle, klar. So, und hat dann auf jeden Fall, um in seiner Biografie zu bleiben, hat dann irgendwann, so stellt das da, sich ganz viele Gedanken gemacht über das, was in der Bibel steht, hat die Sachen hinterfragt, hat sich selbst in Texte eingelesen und dass eben Privatgelehrter, also autodidaktisch, sich viel angeeignet ist, an die Orte gefahren, geflogen und hat also hat keine akademische Ausbildung. Punkt. So. Jetzt muss man sagen, also ich habe mich selber lustigerweise auch so im Teenageralter sehr mit dem Thema auseinandergesetzt und ich gebe ganz offen zu, dass mich das damals wirklich total fasziniert hat und ich den Gedanken, dass die Götter Außerirdische sind, total reizvoll fand, weil augenscheinlich und auf den ersten Blick sich ganz, ganz viele Dinge damit erklären lassen. Und das in ein Weltbild einzubauen, finde ich relativ gut möglich. Was macht denn deiner Meinung nach die Faszination dieses Themas aus? Da kommt mehreres zusammen aus meiner Sicht. Zum einen die Vergleiche aus verschiedenen Schriften. Ne? Also wenn Däniken zum Beispiel darstellt, dass sich gewisse Sachen, die in den vedischen Schriften stehen, also so in den Grundlagentexten, sage ich jetzt mal, von dem, was wir hier im Westen als Hinduismus bezeichnen, und er dann Vergleiche aufzeigt zur Bibel und zu alten oder zu Sachen, die sich in anderen Religionen finden, und du das Gefühl hast, das kann doch gar nicht sein, dass die alle dasselbe berichten, dann ist das erstmal eine unglaublich starke Sache. Dann bringt er auf einmal Bilder, ne, so, also sprich tatsächlich Bilder, wo er vor Ort war und sagt, das und das habe ich gesehen. Die bösen Wissenschaftler sagen immer nur kultische Zwecke und das sagen sie immer, wenn sie keine Ahnung haben. Und ich sage euch aber, das ist das und das und das, nämlich irgendwelche Erinnerungen an Raumfahrtgeräte. Und das verschleift er dann teilweise mit aktuellen Befunden aus der Wissenschaft, so diese Cargo-Kult-Idee zum Beispiel, ja, oder die Panspermie-Theorie, wobei die nicht ganz neu ist. Und du hast am Ende das... Definierst du die Begriffe gerade einmal ganz kurz? Entschuldigt. Ich bin wieder total in meiner Begeisterung für die Thematik. Also Cargo-Kult bedeutet, ich bringe eine Hochkultur in eine Kultur, in einem Kulturrahmen, die dafür nicht vorbereitet ist, und die ahmen dann die Sachen nach, ohne zu verstehen, was sie tun. Däniken bringt da immer das Beispiel einer Pazifikinsel, auf der die Amis im Zweiten Weltkrieg einen Flughafen errichtet haben. Und die Einwohner dort waren so indigen, früher hätte man primitiv gesagt, das darf ich ja nicht mehr sagen, waren so indigen, dass sie keine Ahnung von Flugzeugen und so weiter hatten. Aber nach Abzug der Amis anfingen, aus Holz
Flugzeuge nachzubauen, Walkie-Talkies nachzubauen und so taten, als ob. Mhm. Ja. Das ist abgefahren. So, ja. Und das sieht Däniken in ganz vielen religiösen Texten fortbestehen oder zum Beispiel in den Linien von Nazca in Peru. Ja. Er hat nie gesagt, das stimmt, da regt er sich auch immer drüber auf, er hat nie explizit gesagt, dort sind Außerirdische gelandet. Ne? Aber also, nochmal zur Erklärung, das sind so wirklich kilometerlange Linien, die man auch nur aus der Vogelperspektive wirklich erkennen kann, ziehen sich, glaube ich, über so eine Ebene und die sehen so ein bisschen aus wie so eine Landebahn, wenn man da von oben drauf guckt oder nach Muster und, oder so. Und es gibt auch Tierabbildungen, die tatsächlich dann nur Sinn machen, wenn man von oben drauf, genau. Eine große Spinne zum Beispiel, gibt es da. Aber nicht nur Tierabbildungen, also ganz verschiedene, sowohl geometrische Figuren als auch figurale, tatsächliche Darstellungen, aber auch eben sehr lange Kratzbahnen, die eben Däniken als Cargo-Kult-Verwertung von Landebahnen erklärt. Ne? Was er wohl macht, er legt in seinen Schriften immer nahe, da könnte jemand gelandet sein, ohne es aber zu sagen und regt sich dann über jeden tierisch auf, der sagt, er habe gesagt, die sind dort gelandet. So. Also in meiner Erfahrung, um da ganz kurz einzuhaken, ist Erich von Däniken der König des Konjunktivs, finde ich. Also wenn überhaupt, was er ganz gerne macht, wobei das machen andere Präastronautik-Autoren noch viel krasser, er zieht überhaupt keine Conclusio. Also er berichtet einfach, vergleichend, macht hier und da so einen gewissen Schliff, macht aber keine Zusammenfassung, aber in deinem Kopf entsteht natürlich automatisch ein Bild. Weil du das ergänzt, was er dir im Prinzip suggeriert. Genau. Dann. Aber so ein bisschen gegen die, ich sag jetzt mal, gegen die normale Wissenschaft irgendwie wettert er ja schon. Ne? Also fühlt er sich immer so ein bisschen als Märtyrer wahrscheinlich. Ne? So. Definitiv, und so verkauft er sich auch. Ne? Aber ich sollte noch einen anderen Begriff erklären. Ich habe schon wieder vergessen, welcher das war. Ach so, genau, Cargo-Kult und Panspermie. Genau. Die Idee, die Frage ist ja immer, wie kam das Leben auf die Erde? Und die Panspermia-Theorie geht davon aus, Leben gab es irgendwo anders und eine Art von Samen, Keimzelle, Urzelle, kam beispielsweise auf einem Kometen oder gezielt, das ist auch eine Variante der Panspermie-Theorie, auf die Erde, um dort Leben zu verbreiten oder um eine gewisse Form von Leben zu verbreiten. Toller Film dazu, der genau das durchexerziert, ist Mission to Mars. Kann ich jedem nur empfehlen, ist tolle Bilder, Brian De Palma, toller Regisseur, gucken, dann weiß man, was mit Panspermie gemeint ist, auch wenn ich jetzt gerade das Ende gespoilt habe, ist egal. Ja, oder es gibt auch einige, die sagen, noch nicht mal fertige Organismen sozusagen, sondern Aminosäuren, die im richtigen Umfeld dann zu Lebendem führen werden. Also hinter all dem, finde ich, steckt immer auch so ein bisschen so, dass sich weigern zu akzeptieren, dass Menschen an unterschiedlichen Orten, auf einem derselben Kulturstufe oder ähnlichen Kulturstufen in ähnlichen Bahnen denken und Kultur schaffen. Bevor man das akzeptiert, finde ich, ist man dann eher dabei, sowas zu sagen wie Cargo-Kult oder die Außerirdischen, die dann auf die Erde gekommen sind, haben irgendwie uns die Kultur gebracht, oder dann später auch das kollektive Unbewusste. Wie stehst du selber zu dieser Theorie? Kannst du das akzeptieren oder denkst du dann schon eher irgendwie, da müsste man noch mehr forschen? Das finde ich irgendwie ein bisschen schwer nachzuvollziehen. Wie siehst du das? Bevor du antwortest, ich will den Bogen sogar noch ein Stück weiterschlagen. Ich habe immer den Eindruck, man kann nicht akzeptieren, dass der Mensch und das Leben auf der Erde ein Zufallsprodukt ist. Das ist einfach nur das, was du sagst, nochmal ein Stück weiter gedacht. Wobei da, das sehe ich nicht, weil das ist ein relativ neuer Dreh in der Präastronautik, ne? Diese Genmanipulation. Das war, wenn ich Bücher richtig sehe, war das nicht ursprünglich so seine Idee. Oder nicht der Kern seiner Idee. Ich glaube, bei einigen hast du recht. Das ist auch da, wo ich die Gefahr sehe. Gerade in den letzten, sag ich mal, zwei, drei Däniken-Büchern geht es
sehr meinem Empfinden nach anbietend an die Kreationisten, also diejenigen, die glauben, die das Leben, wie es da ist, ist eine Schöpfung Gottes. Und Däniken sagt dann halt, ja, das stimmt, und diese Götter waren Außerirdische, so. Aber der Kern, und das ist das, um auf Alexas Kernfrage auch nochmal zurückzukommen, Däniken hat immer wieder spannende Fragen gestellt. Mhm. Und die Fragen, die er stellt, die betreffen ja auch teilweise konkrete Objekte. Es gibt ja bei vielen Präastronautik-Autoren relativ viele Listen von sogenannten Artefakten, also Gegenständen, die es eigentlich gar nicht geben dürfte, wenn die offizielle Geschichtsschreibung stimmt. Ja. Und ich finde es völlig legitim und gut, sowohl die Frage nach diesen Artefakten als auch nach im Prinzip vergleichender Religionswissenschaft oder vergleichender Kulturwissenschaft zu stellen. Das sind sehr wichtige Fragen, weil die dem Verständnis der Menschheit dienen. Ja, und grundsätzlich Fragen zu stellen, die wirklich mal dazu anregen, auch nochmal genauer sich damit zu beschäftigen mit einem bestimmten Thema und vielleicht auch nochmal so die eigene Forschung, die man vielleicht schon betrieben hat, ein bisschen auf den Prüfstand zu stellen, das kann ja eigentlich nicht schlecht sein. Genau, das sehe ich auch so. Und das Problem, das ich aber sehe, ist, dass die Antworten sich oft immun zeigen gegen eine echte Auseinandersetzung. Das heißt, Däniken hat recht, viele Wissenschaftler wollen mit Präastronautik-Menschen nicht unbedingt diskutieren. So. Andererseits, wenn du mit Präastronautik-Leuten diskutierst, kommst du oft auch nicht weiter, weil die sich immunisieren gegen Kritik. Mhm. Und das ist schade. Mhm. Und was ich Däniken mittlerweile persönlich vorwerfen muss, also mir hat sich vieles relativiert, nachdem ich mir gewisse Sachen, also zum Beispiel in Mexiko konkret letztes Jahr, vorletztes Jahr, ist ja schon 2013, selbst angeguckt habe. Ja, das wäre nämlich auch eine unserer. Ja, lass uns da gleich drauf kommen, denn ein ganz zentraler Aspekt der Präastronautik und ein Beleg ist ja neben kleineren Artefakten oder Abbildungen, die Monumentalbauten der Antike, zum Beispiel die Pyramiden in Ägypten oder aber natürlich auch die Maya-Tempel, wo Erich von Däniken ja sagt, diese beiden oder diese, also in Südamerika waren es ja dann mehrere Kulturen, waren so von den Ägyptern distanziert und isoliert, dass es nur quasi durch eine äußere Beeinflussung von außen dazu gekommen sein kann, dass sie also diese Pyramidenform hatten. Mhm. Und gerade in den südamerikanischen Kulturen findet er ja noch viel mehr Belege für diese Abbildungen von Technologie, die man nur mit außerirdischer Technologie erklären kann. Genau. Also das ist ja ein ganz zentraler Aspekt bei der Präastronautik. Und da sind, glaube ich, alle Präastronautiker sich auch einig, egal wie weit dann die Theorie im Detail ist. Aber diese Monumentalbauten sind immer Belege dafür, dass der Primitive, ich darf sagen, Indigene, muss man sagen. Indigene, wenn es um jetzt noch Lebende geht. Primitiv natürlich, wenn du menschheitsgeschichtlich das beschreibst. Genau. Dann darf ich das sagen. Also primitive Kulturen wären also aus sich heraus niemals in der Lage gewesen, solche Bauten zu machen, Steine so zu bearbeiten, gerade Winkel zu erzeugen, all diese Dinge. Und das haben entweder die Außerirdischen, je nach Theorie, selber gebaut oder aber den Menschen die Anleitung gegeben und beim Bau geholfen. So, Da muss man wieder da Riesenunterschiede zwischen den Autoren. Meines Wissens nach sagt Däniken aktuell über keine Baute, dass die es direkt selbst gemacht haben. Oh, okay. Und er hat es revidiert in Teilen, meiner Meinung nach. Beziehungsweise, er sagt, glaube ich, bei Kumapunku. Sagt er, glaube ich, es wäre nicht möglich, mit der damaligen Technologie diese Bauten zu erzeugen. Genau, das ist eine Däniken-Formulierung. Das darf man sich dann selber denken. So formuliert er das. Ne? Genau.
Ja, okay. Ich weiß nicht genau, was er über Saqqara mittlerweile sagt. Mhm. Aber bei Saqqara, also in Ägypten, da hat er sehr lange, meinem Empfinden nach, vielleicht habe ich da auch das könnte nicht richtig gelesen, aber bei Saqqara habe ich immer sehr viel direkte Alien-Sache rausgelesen. Ja, aber vielleicht ist das auch nur aus eigenem Kopfkino gewesen. Ne? Kann sein. Aber, weil er aber auch sehr viel zu Saqqara gemacht hat. Ja. So, jetzt warst du letztes Jahr ja tatsächlich... Vorletztes Jahr, genau, wir sind ja schon wieder ein Jahr weiter. Also vorletztes Jahr ja tatsächlich in Mexiko. Ja. Und hast dir mal so ein paar Maya-Stätten angeschaut. Ja, genau. Ich war 2011, Oktober, November, waren wir in Mexiko mit meiner Frau und hatten unter anderem in der ersten Woche eine Rundreise mit eigenem Wagen gebucht, um in Ruhe sich einige Maya-Stätten anzugucken. Und da muss ich sagen, war natürlich für mich auch interessant, als alter Erich von Däniken-Fan, wie sieht das vor Ort aus? Ja. Gerade Chichen Itza, ne? Hier die Kukulkan-Pyramide, die ja in sehr vielen Büchern von Präastronautik-Fans eine Rolle spielt, die musste ich natürlich sehen. Und wie hast du das so erlebt? Ist dir dann auch irgendwie der einzige Schluss in den Sinn gekommen, dass es sich dann, dass sie vielleicht doch recht gehabt haben, oder hast du das dann durchaus als kulturelle Errungenschaft des Menschen gesehen? Da ist die Antwort jetzt vielteilig. Also es ist extrem krass, wenn du diese alten Maya-Bauten erlebst. Mhm. Wenn du in Chichen Itza an der Kukulkan-Pyramide stehst, unten, und dir klar machst, dass an dieser Pyramide mal eben an einem Tag Tausende von Menschen geopfert wurden und hier alles voller Blut war. Mhm. Und du dir klar machst, wie diese Kultur aufgebaut war. Und ich habe da, muss ich sagen, mein visuelles Bild ist stark geprägt von Mel Gibsons Apokalypto, auch wenn dem politische Inkorrektheit vorgeworfen wird. Habe ich ganz gesehen, ehrlich gesagt. Mhm. Also dem Film jetzt, dass man Mel Gibson politische Inkorrektheit vorwirft, verstehe ich. Ja. Und das ist ein erhebendes Gefühl und du bist baff. Also ich kann erstmal diesen Aspekt verstehen. Du stehst da und denkst dir, meine Fresse, wie riesig ist das? Und wir waren in Koba zum Beispiel. Koba ist bisher nur zu einem Drittel freigelegt. Wenn du da durch den, also es ist Dschungel, ne? Du gehst durch den Dschungel und auf einmal stehst du vor riesen Monumentalbauten. Mhm. Und wenn du dir jetzt vorstellst, als Däniken dort war, waren die Dinger ja noch gar nicht alle so lange in unserem Bewusstsein hier in Mitteleuropa, ne? In Westeuropa. Da kann ich schon vorstellen, dass man sagt, das kann nicht sein, dass das hier irgendwelche Leute gebaut haben, von denen uns ja zudem kaum Schriften überliefert sind, weil die katholische Kirche das gesamte Schriftwerk bis auf zwei Bücher verbrannt hat. Mhm. So. Insofern kann ich den ersten Impuls nachvollziehen, zu sagen, hier muss etwas Wunderbares stattgefunden haben. Mhm. Weil ich kenne auch, muss ich sagen, ich kenne aus Westeuropa keine vergleichbaren Bauten, die mich so in den Bann geschlagen haben. Mhm. Wenn du in Koba auf der Pyramide stehst, über den Dschungel guckst und auf einmal feststellst, da hinten ist das Einzige, was du sehen kannst, eine einzige Pyramide, dann wird dir erstmal klar, wie lächerlich so ein Kölner Dom zum Beispiel ist. Also das heißt also, die Begeisterung kann ich verstehen. Mhm. Ich habe aber für mich, das fand ich interessant, nie den Punkt gehabt, wo ich mir beim Angucken dachte, das können hier nur Götter gemacht haben. Mhm. Weil das kann nur von Göttern abgeguckt, inspiriert, machbar gewesen sein. Das hatte ich, muss ich sagen, wiederum nicht. Und als ich dann so weiter genau hinguckte, aber da werdet ihr bestimmt auch noch gleich fragen, entzauberte sich vieles von dem, was ich bisher für toll fand oder interessant fand. Lass mich an der Stelle ganz kurz sagen, dies mit den Tausenden von Menschenopfern an einem Tag, das war natürlich nicht die Regel. Nein, das war die Einweihung des Tempels, glaube ich, ne? Genau. Und da hatte ich selber gerade mal ein bisschen nachgelesen, es gab tatsächlich kultistische Menschenopferungen, sogar so weit, also insbesondere bei den Azteken war es wohl so, dass sie glaubten, dass sie nur die Sonne dazu bewegen könnten, am nächsten Tag wieder aufzugehen, wenn sie dem Sonnengott ein Menschenopfer brachten, also das Herz dann zur Sonne, das schlagende Herz zur Untergehenden gereckt haben, damit sie dann wieder kam. Bei all diesen Menschenopfern, bei den südamerikanischen Kulturen,
war wohl die Besonderheit, dass es ja sehr kriegerische Kulturen auch waren, also die untereinander sehr viel Krieg geführt haben, in Clans zum Teil auch. Und immer, wenn es möglich war, offensichtlich Kriegsgefangene geopfert wurden, die bewusst versucht wurden, lebendig zu fangen, um sie dann kultistisch zu opfern. Das macht natürlich den Akt des rituellen Opfers nicht besser, natürlich, aber das scheint so eine Entwicklung zu sein, weil man früher ja gedacht hat, naja, die haben sich selber ständig umgebracht. Sie haben offensichtlich verfeindete Clans, Sippen, wie auch immer, also Kriegsgefangene letztendlich. Das war bei den Maya anders, Alexander. Also zum Beispiel die Priesterkaste und die Könige, die Herrscher, also Könige ist jetzt ein europäischer Begriff, da war es ganz selbstverständlich, dass die auch Blutopfer bringen mussten. Das heißt, dass sie beispielsweise mit Widerhaken gespickte Sachen sich durch die Zunge oder in die Penisröhre einführen mussten. Das ist eine ganz andere Denke. Also zum Beispiel, es gibt ja dieses Ballspiel, das da gespielt wurde, und lange Zeit ging man davon aus, die unterlegene Mannschaft wurde geopfert. Ja. So, heute ist man von dieser Deutung weg und sagt, wir wissen es nicht. Es ist auch denkbar, dass die gewinnende Mannschaft sich das Recht erwarb, geopfert zu werden zugunsten eines bestimmten Gottes. Ja. Also ich habe mir das wird es aber vielleicht zu weit führen, ich habe mir recht viel über die Gedankenwelt der Maya reingezogen. Ja, und wir vermischen jetzt gerade an der Stelle, okay, weil du jetzt von dem Maya sprichst, also das, was ich dir gerade geschildert habe, das waren Azteken, das ist tatsächlich, aber das ist gut, dass wir das jetzt hier mal gerade haben, weil es dann offensichtlich kulturelle Unterschiede gibt. Mhm. Ich habe mich tatsächlich mit Azteken beschäftigt. Okay. Und da gab es also die sogenannten Blumenkriege tatsächlich. Ach ja, kenne ich. Ne, so, also dann hat es aber offensichtlich da auch kulturelle Unterschiede zwischen den Maya und Azteken gegeben, und dass man es anders gesehen hat. Ne? Es ging natürlich auch darum, wenn es gar nicht anders ging, es musste ja geopfert werden grundsätzlich. Also richtig. Insofern nur offensichtlich hat man ja unterschiedliche Wege beschritten, wenn es denn möglich war, die Opfer zu finden für die Opferung. Ja. Das ist aber das ist unglaublich blutrünstig und das ist mit unserem wissenschaftlich rationalen Denken nicht, glaube ich, letztendlich zu erfassen. Es gibt ein paar gute Bücher, die kann ich gerne auch nochmal raussuchen, die versuchen einem so einen Einblick in diese Gedankenwelt zu geben. Unterm Strich kannst du sowas nur in einer Theokratie machen. Also ja, in einer dem Gott gewidmeten Diktatur, an die auch die Herrscher glauben. Mhm. Dass uns diese Kultur so fremd erscheint und dass wir uns kaum in diese Gedankenwelt einfinden können, führt das vielleicht auch dazu, dass man dann eher denkt, ja, das muss ja dann wirklich ein Einfluss sein, der gar nicht mal auf unserer Welt, sondern auf einer anderen Welt zu suchen ist. Das heißt, tatsächlich ein außerirdischer Einfluss, anders können wir uns das gar nicht erklären. Ich glaube ja, aber ein bisschen anders, nämlich da, wo wir auf Symbolsprache treffen. Und das macht Deneken ja oft, dass er Bilder zeigt, die an irgendwelchen Tempeln sind oder auf irgendwelchen Platten. Und die guckst du dir jetzt an mit den Augen eines Westeuropäers des 21. Jahrhunderts. Mhm. Und da siehst du auf einmal statt Maiskolben Rauchausstoß aus einem Auspuff. So. Mhm. Und das ist, denke ich, das Ding, dass viele der Darstellungsarten so anders sind als das, was wir hier aus unserem europäischen Kulturraum kennen, dass es uns vielleicht lange Zeit leichter fiel, absolut abgehobene Deutungen zu akzeptieren, als uns mal in der Tiefe auf das Gedankenmodell der anderen einzulassen. Mhm. Mhm. Hast du konkret etwas dir angeschaut, so, sagen wir mal eine Abbildung oder etwas in der Art, was du vorher in einem Däniken-Buch meinetwegen gesehen hast, was dich damals beeindruckt hat und du jetzt die Gelegenheit hattest, dir das in der Realität anzuschauen, als du da vorgestanden hast, in der Realität hast du gesagt, ja, habe ich. Und zwar in, lass mich mal kurz, in Uxmal. Da gibt es eine Darstellung von, muss ich überlegen, ist das Chakmol, ist das Kukulkan? Ich glaube, es ist
Kukulkan, also das, was die Azteken Quetzalcoatl nannten, die gefiederte Schlange. Und das, da hat Däniken sehr viel drüber geschrieben. Das ist so, dass eine Schlange, die sich um diesen Palast windet, wobei es ist, Palast ist wieder so ein europäischer Begriff, der sich um dieses Gebäude windet, da ist in diesem Maul ein Kopf drinne. Und Däniken erklärt in dem Buch sehr ausführlich, dass das so zentral wäre und dass das in Wirklichkeit die entfernte Erinnerung an einen Astronauten in seinem Helm ist. So, und das wollte ich natürlich sehen, ist ja klar so, ne? Wenn du schon mal da bist, dann guckst du dir das an. Und das hat mich sehr entzaubert. Ich könnte jetzt noch ein paar kleinere Beispiele nennen, aber das ist, denke ich, somit das Bekannteste, weil das halt eine Darstellung von vielen auf diesem Palast ist. Und du merkst, wie er Picking betrieben hat, also wie er in dieser unglaublich beeindruckenden Bildersprache, auch wenn sie sicherlich brutal und alles ist, aber in dieser beeindruckenden Bildersprache sich eben die Sachen rausgepickt hat, die zu seinen Hypothesen gepasst haben. Was er übrigens im Interview mit mir auch bestätigt hat. Ne? Da kommen wir gleich nochmal drauf. Okay. So, aber ganz kurz dazu noch ein Twist. Also, ne, dass er die Sachen sich rausgesucht hat, die zu seiner Hypothese passen. Ich habe mir mit meiner Frau den Spaß gemacht, dann zu überlegen, was könnte man hier noch interpretieren. Und ich habe dann tatsächlich auch an einem Palast in Uxmal, und zwar auf der Rückseite der sogenannten Pyramide des Magiers, eine ganze Wand gefunden. Das kann ich euch mal schicken, das Bild. Voller Eurozeichen. Ach. Und habe dann gesagt, ey, wie krass. Die haben 2011 schon die Griechenland-Krise vorhergesagt. Und die wussten, dass wir den Euro haben werden. Und wenn du mit einer solchen Hypothese zum Beispiel da reingehen würdest, ne, findest du da andere Sachen. Ich habe beispielsweise in Koba auf einem Ballplatz, den die da hatten, habe ich eine Darstellung eines Handys gefunden mit Ziffernblock drauf. Das sieht aus wie ein Handy, weil was das sonst ist, weiß ich aus heutiger Sicht nicht. So. Und das ist das, was man sagen kann, was vermutlich vielen Interpretationen zugrunde liegt. Und dasselbe vermute ich auch. Ich war noch nicht in Ägypten, aber da möchte ich noch mal hin. Wenn die mal eine laizistische Regierung hinkriegen, die demokratisch ist, dann machen wir das auch. Da vermute ich das genauso. Also diese ganzen Darstellungen, vermeintliche Darstellungen von Glybien in, jetzt nicht ein. Das ist für mich, ich vermute, dass es so ähnlich ist, dass du eine gesamte Wand hast, die einen halben Fußballplatz bedeckt und an einer Stelle hast du dann diese Darstellung. Und dann denke ich mir, wenn das so wichtig gewesen wäre, ne? Und wenn das so außergewöhnlich gewesen wäre, dann knalle ich das nicht irgendwo dezentral drauf, ne? Das ist ganz interessant, dass du das sagst. Also jetzt haben wir im Prinzip schon zwei Dinge, die so die Vorgehensweise von Erich von Däniken und seinen Kollegen ausmachen. Also wir haben einmal gesagt, einmal sagtest du, er überlässt einem dann so den letzten Schluss, legt nur Dinge nach. Das ist Däniken, also andere Autoren, das ist Däniken, genau. Zum Beispiel von Butler, der deutet dir das aber aus. Ne? Okay, ja, und dann wird halt auch fröhlich dieses Picking betrieben, das heißt, man sucht sich da die Sachen raus, die passen. Werden denn auch mal wirklich konkret in diesen Büchern falsche Informationen verbreitet? Das heißt, also Dinge, die man ganz einfach nachprüfen kann, wie Maße, Gewichte oder ähnliche Dinge, dass das einfach komplett irgendwie nicht stimmt? Ja, und das hat zwei unterschiedliche Qualitäten. Es gibt zum einen Sachen, wo Däniken später selbst eingestehen musste, das waren Fälschungen. Den bin ich aufgesessen, beziehungsweise ihm wird vorgeworfen, die bewusst nicht richtig gestellt zu haben. Es gibt ein ganzes Buch, das sich widmet solchen Goldtafeln. Wo war das denn nochmal? Ich glaube in Südamerika irgendwo, die ihm gezeigt wurden, wo er nach Meinung vieler Autoren zu dem Zeitpunkt schon, als das Buch rauskam, hätte wissen müssen, dass das Fälschungen waren, aber nicht zurückgerudert ist. Oder auch, wo Fälschungen bekannt wurden. Es gibt beispielsweise in Frankreich vermeintliche Artefakte, wo auf alten Vasen Dinosaurier dargestellt sind, die mit Menschen kämpfen.
Jetzt wissen wir natürlich, Menschen und Dinosaurier haben nicht zu einer Zeit gelebt. Da stellte sich raus, dass das Fälschungen sind. Trotzdem finden die sich immer noch bei einigen Präastronautik-Autoren. Das ist so das eine, also echte Betruge, ne? Ich sag mal, positiv gesprochen, denen die Präastronautik-Autoren aufgesessen sind, ohne sie zeitnah zu korrigieren. Und das andere sind einfach wissenschaftliche Tatsachen, die es mittlerweile gibt, die zeigen, dass zum Beispiel Gewichtseinheiten von Steinen und damit auch die Schwierigkeit, diesen Stein zu heben, einfach mittlerweile völlig anders datiert sind. Das heißt also, der Stein war dann in Wirklichkeit wesentlich leichter und konnte sehr wohl mit den damaligen... Tonnen, genau, statt 5000 Tonnen wiegt so ein Stein dann auf einmal in Wirklichkeit maximal 500 Tonnen. Und das ist ja, und das ist jetzt nicht übertrieben, was ich sage. Ne? Es geht tatsächlich teilweise um Dezimalstellen. Und das ist natürlich eine ganz andere Hausnummer dann, ne? Um gerade das noch ausführlich zu machen, ich habe es gerade nachgeschlagen, das waren die Glühlampen von Dendera. Genau, der Hathor-Tempel, in dem Abbildungen sind, die so aussehen sollen. Was wir jetzt hier viel machen und anreißen, wir haben das ja schon angekündigt, damit die Hörer jetzt nicht nervös werden. 2013 wird ja das Jahr der Präastronautik werden. Das heißt, wir werden immer mal wieder dezidiert auf einzelne Theorien der Präastronautik kommen, werden uns mit einzelnen Artefakten, Abbildungen oder auch Kultstätten beschäftigen. Allein schon, weil es unmöglich ist, das in einer Sendung zu machen. Und werden das dann immer versuchen, so ein bisschen zu entzaubern und dann ins Detail gehen. Insofern werdet ihr jetzt nicht nervös, sondern... Wenn ihr es immer entzaubern könnt, meine lieben Huxhillers, also es gibt so ein, zwei Sachen, da habe ich bis heute Fragezeichen, was da wirklich hintersteht. Na gut, ich bin mal gespannt. Ja, also wir versuchen das mal. Wir reden dann Ende 2013 nochmal über das Thema. Was mir als Psychologen dabei auch immer so auffällt, wenn wir gerade über diese Abbildungen reden, und du hast das ja sehr schön beschrieben mit dem Eurozeichen und so, für mich kommen da ja immer zwei Aspekte dazu. Das eine ist, der Mensch ist ja ein Mustererkenner. Also das ist ja für uns eine Überlebensstrategie, sinngebende Muster zu erkennen in Dingen grundsätzlich. So funktionieren wir. Und du hast es schon gesagt, ich würde es aber gerne nochmal zusammenfassen. Der Westeuropäer, der irgendwo hinkommt, in eine Kultur und Abbildungen sieht, die ihm völlig fremd sind und jegliche Möglichkeit sozusagen der Interpretation zu der Zeit, wo Däniken sich die Dinge auch angeguckt hat, gerade weil natürlich die ganzen schriftlichen Quellen verschütt gegangen sind, es ist ja sehr aufwendig gewesen, auch diese Maya-Abbildungen und Azteken-Abbildungen oder überhaupt der südamerikanischen Kulturen deuten zu können, war sehr aufwendig, sehr schwierig, weil natürlich viel Quellenmaterial verloren gegangen ist. Und ganz offensichtlich, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, gab es große Unterschiede, die Menschenopfer sind ja nur ein Beispiel dafür, zwischen sozusagen der Kultur Südamerikas, der Antiken, und der in Europa. Und zwar so gravierend, dass die Weltbilder komplett anders waren, dass es ganz andere Theorien über das Leben nach dem Tode gab und über andere Dinge, dass sozusagen man ja eben nicht mehr nachvollziehen kann. Bei den Ägyptern ist es gelungen, weil man natürlich die Schrift irgendwann perfekt lesen konnte und den Stein gefunden hat. Und dann konnte man alles interpretieren plötzlich, was man da sah und sah, das sind nicht nur Bilder, das sind auch Buchstaben. Und plötzlich ergab vieles einen ganz anderen Sinn. Und der Weg ist in Südamerika sehr, sehr viel schwieriger. Und dann fängt man eben an, weil wir das in uns tragen, Muster zu erkennen. Und wenn man denn dann an Außerirdische glaubt, weil man das eine charmante Idee findet, ich mag ja Außerirdische auch, ich finde es ja cool, wenn es die hier mal hinschaffen würden auf unserem Planeten, dann sieht man da plötzlich Außerirdische und sagt, naja, das ist hier so ungewöhnlich und ich erkenne das so und das passt in mein Weltbild rein, dann nehme ich doch das als Interpretation. Und das ist ja eigentlich so, einfach nur sehr, sehr menschlich, was da passiert, weil es in uns drin ist. Und das finde ich immer so, das wird immer so gerne, also diese Böswilligkeit, die unterstellt wird, die ist vielleicht an der einen oder anderen Stelle da, aber manchmal ist es vielleicht auch nur ein Stück weit Naivität, weil man es gerne so haben möchte. Ja. Oder wie siehst du das, Sebastian? Ich muss sagen, ich sehe das sehr unterschiedlich je nach Autor. Ja, okay. Es gibt Autoren, da glaube ich nicht, dass die auch nur ein Wort von dem glauben, was sie da schreiben, weil dafür sind sie quasi mal eben Durchreisende in der Präastronautik zum Beispiel. Okay. Und es gibt Autoren, wo ich glaube, dass die wirklich
daran glauben. Generell sehe ich es genauso wie du. Mustererkennung ist menschlich, allzu menschlich. Und es ist natürlich lustig, oder nein, es kann Spaß machen, sich darauf einzulassen. Plus eben, wenn du sonst fragst, das ist ja das, was ich auch immer zu Verschwörungstheorien sage. Wenn ich Fragen stelle, die mir dissonante, oder wenn ich Fragen stelle, weil mir Sachen nicht zusammenpassen und niemand beantwortet mir die verständlich, ne? Verständlich, ja, und logisch. Und das ist die Aufgabe der Wissenschaft, das zu tun. Ja. Und wenn das, ja, dort nicht getan wird, dann wird jeder sich jemanden suchen, der ihm das verständlich und logisch beantwortet. Und da ist der Weg bei einigen Sachen eben zur Präastronautik oft nicht weit. In dem Bereich jetzt natürlich, nicht generell im Leben, aber in dem Bereich. Ne? Ja. Also das finde ich auch auf jeden Fall. Und aber dennoch bei aller Faszination, die dieses Thema hat und so ansprechend, wie das vielleicht irgendwie auf den ersten Blick sein mag, was ich so traurig auf der anderen Seite daran finde, ist, dass man damit den Menschen früherer Kulturstufen abspricht, die entsprechenden Fähigkeiten gehabt zu haben. Das ist so traurig. Also anstatt, dass man sich dann irgendwie mehr damit beschäftigt, ja, wie haben die das denn hingekriegt? Warum haben die Sachen hingekriegt, von denen wir nicht mal heute genau wissen, wie sie das gemacht haben und wie toll das doch eigentlich ist? Sagt man dann irgendwie, ja, das können die Menschen gar nicht gewesen sein, das müssen irgendwie, das kann nur mit Tipps von Außerirdischen funktioniert haben. Das finde ich eigentlich so ein bisschen traurig. Stimme ich dir zu, ist aber für mich kein spezifisches Präastronautik-Problem. Ich kenne jede Menge Wissenschaftler, die glauben, dass das Wissen, mit dem wir uns jetzt umgeben, wenn auch nicht das Letztgültige ist, aber dann schon nah dran und dass nichts mehr kommen wird, dass Sachen grundsätzlich verändern wird. Und das ist eigentlich genau derselbe Bullshit, der die Leute dazu bringt, zu sagen, also die damals, die waren ja noch nicht so nah am High-End wie wir und deswegen konnten die das gar nicht. So, ja, ne? Das, was du sagst. Ja. Ja, also vor 2000 Jahren, um das auch ganz konkret nochmal zu fassen, war die Menschheit tatsächlich, so kann man das, glaube ich, formulieren, genauso intelligent, wie die Menschheit heute ist. Ja, wie willst du es messen, ne? Ja, ne, aber du weißt, was ich meine. Was du meinst. Also das Gehirn hat sich nicht mehr grundlegend verändert in den letzten 2000 Jahren. Dafür ist es viel zu kurz. Also es gab da genauso clevere Köpfe, die gute Ideen hatten. Vielleicht damals hatte man auch mehr Zeit, über Dinge nachzudenken oder hat mehr Dinge ausprobiert. Ne? Meist vielleicht gut Adelige oder sonstige Leute, die vielleicht nicht jeden Tag aufs Feld gehen mussten, die dann Zeit hatten, rumzuspielen und auf tolle Ideen zu kommen, wenn man mal so Architekten oder Handwerker nimmt. Und ich geh noch weiter an der Stelle, weil du auch, das meine ich gar nicht böse, aber du tendierst gerade dazu, auch einen Denkfehler zu machen. Es sind Kulturen gewesen vor, sagen wir mal, 6.000 bis 10.000 Jahren, deren Sinnzweck möglicherweise darin bestand, ein Monument zu schaffen. Ja, so, das ist für uns nicht mehr erfassbar, weil wir diese Trennung auch haben von Erwerbsarbeit und dem Rest des Lebens. Ich war in Newgrange in Irland, wo ein Ganggrab ist, so nennt man das heute, das doppelt so alt ist wie die Pyramiden von Gizeh, das perfekt ausgerichtet ist auf die Tag-Nacht-Gleiche und das gebaut wurde, lange bevor es auch nur den Gedanken an Räder gab. So, und wo Sachen bewegt wurden, also das kann ich jedem nur mal empfehlen, sich vor Ort anzugucken, das ist Wahnsinn. Das ist auch für uns heute nicht mehr vorstellbar, dass damals über Generationen hinweg Hunderte von Menschen damit beschäftigt sein mussten, dieses Ding zu bauen. Weil, und zwar nicht, um irgendwie dran zu gewinnen oder richtig, so, oder für persönlichen Verdienst, sondern für die Community im Prinzip. Ja, beziehungsweise ja schon irgendwie wahrscheinlich schon für sich. Religion ist ja immer Dienst an mir selbst, weil ich daraus einen Vorteil ziehe unterm Strich. Aber das ist so weit weg von dem, was für uns erlebbar ist. Ja. Lustigerweise, wo das wieder ein Thema ist, und da kann man dann auch herrlich irgendwie den Bogen von der Vergangenheit in die Zukunft schlagen, ist bei Star Trek, ne? Also da sind die Leute ja auch ganz im Dienste der Menschheit im Prinzip.
und tun da irgendwie das, was eben für alle am besten ist, ohne übermäßig dann auf den eigenen Vorteil möglicherweise bedacht zu sein. Ist Wissenschaft der Gott bei Star Trek? Hört mal beim Psychotalk rein, da erfahrt ihr. Ja, genau. Ja, da gibt's ja eine Folge dazu. Lass uns zum Abschluss, Sebastian, noch ganz kurz. Oder auch nicht so kurz. Ja, gucken wir mal, aber auf eine Sache noch eingehen, denn du hast ja, und das finde ich persönlich eine ganz große Geschichte, du hast ja in 2012, also im letzten Jahr, muss ich immer aufpassen, so kurz nach Silvester, mit der Jenny, mit der Grünkariert zusammen, die ja auch mit ihren anderen Podcast-Publikationen unterwegs ist, Erich von Däniken persönlich zum Interview getroffen. Im Prinzip ist es ja so, wenn man so deine Geschichte jetzt verfolgt hat, dass du im Prinzip erstmal so ein kleiner Fanboy auch von ihm warst. Mhm. Und dann offensichtlich angefangen hast, ihn zu hinterfragen. Du bist heute natürlich ein Freund des wissenschaftlich-kritischen Denkens. Und ich frage dich da ganz am Ende mal, wie du zu frühen Besuchern aus dem Weltall stehst. Aber dein Verhältnis hat sich vielleicht von Erich von Däniken verändert. Wie war das jetzt, auf den zu treffen? Wie habt ihr das überhaupt angeleiert? Wie lange habt ihr daran gearbeitet, dass das geklappt hat? Das war in einem ganz anderen Podcast-Umfeld mit jemand anders, mit dem Riot Burns, kann man ja vielleicht auch mal sagen, hatten wir den Gedankengang mal gefasst und dann habe ich auf ganz blöd auf seiner Homepage geguckt. Ja, der ist auf Vortragsreise in Deutschland mit seinem neuen Buch und dann war da ein Pressekontakt, wie sich das gehört, und dann habe ich da hingeschrieben und habe direkt in die Mail geschrieben: Wir gehen davon aus, dass das, was Herr von Däniken erzählt, Originalzitat, Bullshit ist, möchten aber mal mit ihm darüber reden, eine halbe Stunde lang, und werden das entsprechend für Podcasten versenden. Mhm. Und haben uns dann so gedacht, wie cool, wir haben ihn gefragt und so, also es ist wirklich so pubertierende Fanboy-Schiene. Und dann kam von seinem Sekretär zurück: Ist okay, kommen Sie vorbei. Krass. Super. Und das spricht ja schon mal eigentlich für ihn, oder? Ja. Andererseits, ab dem Moment ging mir mein Herz absolut in die Hose. Mhm. Ja. Weil man muss sich mal klar machen, du sagst jedem, ich treffe mich mit dir, weil ich davon ausgehe, dass das, was du da erzählst, Bullshit ist, und das will ich auch senden. Mhm. Und der sagt sofort: Natürlich, klar. Und dann denkst du dir: Alter, wie muss der drauf sein? Ja, und es der gibt muss seiner Sache auch sehr sicher sein. Ja, ne? Und es gibt wahrscheinlich auch keine Frage, die er in den letzten 30 Jahren noch nicht gestellt bekommen hat. So. Wie ist er denn drauf? Wie war es? Also wir dürfen ja dankenswerterweise, auch das kann ich anscheinend schon nachher noch einige Ausschnitte werden wir einspielen aus dem Interview, ein paar Passagen, dass ihr beide dann mit ihm geführt habt, du und die Jenny. Aber beschreib mal weniger den Inhalt, aber so die emotionale Ebene und wie du ihn wahrgenommen hast. Also, du kommst da rein in einen ganz großen Raum im Foyer. Da sitzt dann Däniken und beschwert sich gerade bei seiner Pressedame über irgendwas dort vor Ort und schimpft da wirklich in seinem Schweizerdeutsch vor sich hin. Dann kriegt er gesagt: Das sind die beiden, die das Interview führen wollen. Ja, dann bauen da ihre Sachen auf. Ich kann den Schweizer leider nicht nachmachen. Dann baut ihr schon mal da eure Sachen auf. Ihr habt das aufgebaut, zurück. Wir wären jetzt soweit. Er schimpfte noch. Und mitten im Schimpfen machte es so klack. Und ab da war er der nice guy. Sagte: Wir haben jetzt genau 30 Minuten. Ne? Sagte: Ist wunderbar. Und der gibt dir das Gefühl, jetzt ist er wirklich nur für dich da. Er ist nett, er ist freundlich, er ist keiner Frage, er hat sich rauslaviert hier und da. Du kriegst ihn nie 100% zu fassen. Aber ja. er hat eine unglaubliche positive Ausstrahlung. Ne? Dieser ältere Herr, dann sitzt da dieser ältere Herr in diesem blauen Jackett, das du aus allen möglichen Fernsehformaten kennst, und ist einfach jemand, der wirklich, ja, der ein Sympathieträger erst einmal ist, ne? Als Mensch jetzt, ne? Ja. Und hattest du den Eindruck, dass er auch wirklich so sehr, sehr, ja, sagen wir mal so, geschult ist im Umgang mit Presse und Öffentlichkeit, oder kam das wirklich so irgendwie aus seiner Persönlichkeit, so von Herzen, war das irgendwie eher so locker flockig? Also wenn jemand gut geschult ist, dann kriegst du es ja nicht mit. Ja, das stimmt. Ich glaube, um jetzt mal so eine Floskel zu konstruieren, ich glaube, dass die Zeit Däniken geschult hat. Ich glaube, dass der einfach so viel genau
die Gedankengänge, die ich hatte, schon von anderen Skeptikern immer wieder vorgekaut gekriegt hat, dass der die einfach sehr glaubhaft, und ich glaube, dass er sich da auch glaubt, vom Tisch wäscht. Und du kannst ihm, das fand ich von der Argumentation ganz spannend, du kannst ihn auch immer nur bedingt festmachen, weil, Stichwort Kritikimmunisierung, bringst du ein Beispiel, ein Gegenbeispiel, ja, kommt er dir mit einer ganz anderen Textstelle. Also ich muss ja sagen, ich habe all diese Schriften mittlerweile gelesen. Ich habe die Bibel gelesen, ich habe die hinduistischen Schriften gelesen, ich habe die jüdischen Schriften, die Kabbala gelesen, ich habe den Koran gelesen und. Ne? So. Ja. Alles, was er in seinen Büchern zitiert, habe ich in den Schriften nachgelesen. Und trotzdem haut er dann mir auf einmal, also Ezechiel, merkte er, kommt er bei mir nicht mit durch, weil konnte ich ihm anders erklären. So, dann haut er auf einmal irgendwas raus aus irgendwo, ich glaube Richter oder so. Also so ein Buch in der Bibel, das glaube ich niemand liest, der nicht gerade Fundamentalist oder Theologiestudent ist. Ja. Und du sitzt dann da und denkst dir, kann sein. Ja, oh wei. Und das ist das, was mich am meisten beeindruckt hat. Versuchst du es irgendwo greifbar zu machen, geht er in die nächste Nebenstraße und du hast zwei Möglichkeiten. Entweder du sagst, ich glaube dir, dass das dort steht, ja, oder ich glaube dir nicht. Aber wenn du ihm sagst, ich glaube dir das nicht, dann brauchst du eigentlich das Interview nicht führen. Was war so dein Fazit hinterher? Hattest du dann eher irgendwie ein positives Gefühl oder hast du gedacht, ui, der hat mich jetzt da irgendwie in Grund und Boden geredet die ganze Zeit? Ich hatte ein positives Gefühl, hab lange drüber nachgedacht, hätte ich ihn irgendwie besser kriegen können, hätte ich ihm mehr widersprechen müssen, bin für mich zu dem Kenntnis gekommen, nein. Und ich habe, wie ich finde, auch ein, zwei echt nette Antworten aus ihm rauskitzeln können. Ja. Also ich habe mir da, mein Gewissen ist rein. Ja. Sprechen ja auch viele mein Gewissen ab, weil ich bei Bild war. Insofern, aber mein Gewissen ist. Es ist ja nichts wert. Ne? Genau. Aber konnte er dich in der Person, der ist, in der Sache nochmal verzaubern? Oder warst du jetzt für dich inzwischen so klar, dass du quasi immer dahinter blicken konntest und sozusagen auf einer Metaebene gesagt hast, ach, jetzt wendet er diese Taktik an, um mir auszuweichen, so wie du es gerade schon beschrieben hast. War das das ganze Gespräch so oder hatte er dich nochmal, gab es eine Stelle in dem Gespräch, wo du sagst, da hat er mich gehabt? Zu Beginn. Mhm. Zu Beginn hat er mich gehabt. Das ist aber, das passiert mir ab und an bei Leuten, die ich sehr toll finde. Ich habe ein Interview mit Ray Hyman gemacht, da hatte ich dasselbe. Zu Beginn war ich, wie du gerade schön sagtest, Fanboy. Da war ich ja dabei. Genau so. Dann schaltet das aber bei mir ab irgendeinem Punkt um. Der Punkt kommt recht schnell und ab da, das hört sich jetzt irgendwie ein bisschen eso und feinstofflich an, ab da bin ich eine andere Facette von dem, wie ich bin und stelle alles, was ich an privaten Überzeugungen habe, also an privaten Emotionen habe, so nach hinten, lasse mich auf die Gedankenwelt des anderen ein und versuche abzuklopfen. Hoffe ich, aber das müssen die Leser beurteilen. Genau, denn, also wir werden so ein, zwei Stellen, die du jetzt auch gerade mal angedeutet hast, die werden wir mal einspielen nachher noch. Das Problem war es, dass die da irgendwie die Bühne aufgebaut haben im Hintergrund, deswegen macht es gar nicht das ganze Interview laufen, sondern es war extreme Störgeräusche, die ihr leider dabei hattet. Du könntest natürlich die paar Flüche reinschneiden, die Däniken über diesen Aufbaulärm da rausgehauen hat. Das können wir ja auch nochmal machen, dann hört man ihn zumindest mal ein bisschen meckern. Das können wir ja mal machen. Und wer an dem Interview tatsächlich interessiert ist, und dann können wir jetzt nochmal ein bisschen Werbung machen, der sollte sich schon mal das Buch vorbestellen, was demnächst erscheinen wird, denn da ist auch dann das gesamte Interview mit Erich von Däniken nochmal. Genau, das Buch heißt Gedankenwelten, heißt Interviews zwischen Science und Fiction, wird im JMB-Verlag erscheinen. Und da ist unter anderem das Interview mit Erich von Däniken drinne, aber beispielsweise auch das mit Ray Hyman. Und ich finde eben spannend, das mal vergleichend wirklich zu lesen, ne? Und zu gucken, für mich ist mittlerweile so eine große Frage immer die Klarheit des Gedankens und die Frage des Ausweichens nach links und rechts. Und da merkt man bei von Däniken, der weicht ganz viel aus.
Wären beispielsweise so ein Ray Hyman, als ich ihm eine sehr unangenehme Frage stellte, nämlich dass er der amerikanischen Skeptikervereinigung vorgeworfen wurde, ihr habt selbst nie geforscht, da sagt Ray Hyman auf die Frage, was würden Sie darauf antworten, da haben die wohl recht gehabt. So, ne? Ja, das hat mich auch zutiefst beeindruckt, die Stelle. Also da habe ich auch fast das Aufnahmegerät aus der Hand verloren an dem Moment. Und das wird Erich von Däniken nie sagen. Nee. Der wird nie sagen, da haben die recht gehabt, sondern da wird er sagen, ja, aber die haben ja nicht zugehört und außerdem ist es jetzt das und das und das und das. Und das ist für mich mittlerweile eine große Stärke, wenn Interviewpartner wirklich Fehler der Vergangenheit eingestehen können. Letzte Frage, Sebastian. Haben außerirdische Besucher in der Antike die Menschheit beeinflusst? Nach dem, was man so an Quellen findet. Die Frage, ich weiß, sonst würdest du die Frage anders beantworten, aber mit den aktuell zugrunde liegenden Fakten würdest du den Schluss ziehen, dass es außerirdische Besucher aus dem Weltall auf der Erde gegeben hat? Das ist ganz unhöflich. Gehört da für dich Panspermie dazu? Nee, nehmen wir die mal raus. Also schon bewusste, intelligente Lebewesen. Glaube ich nicht. Aber ich kann es nicht ausschließen. Ist klar, mittlerweile bin ich an einem ganz anderen Punkt. Der Punkt ist, so what? Also angenommen, die waren hier, ne? So, ja. So wie Däniken sagt, oder in einem seiner Bücher hier, da hat er einen alten Maya-Kalender aufgegriffen, angenommen, die waren 6000 vor Christus hier. Und? Schön. Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Sehr schön. Da fällt mir auch jetzt nicht mehr viel ein. Nee, mir auch nicht. Sebastian, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Immer gern und für euch. Wir werden uns sowieso begegnen in Psychotalk. Hört man uns gemeinsam. Du bist ja inzwischen auch podcast-technisch, kann man auch nochmal erwähnen, ganz breit unterwegs mit dem Bartucast, einem diskordianischen Podcast. Wer jetzt sagt, was ist das? Ich weiß es auch nicht, hört es euch an und dann habt ihr vielleicht irgendwann ein Gefühl davor, was Diskordianismus ist. Und ein Projekt, was ich persönlich ganz, ganz spannend finde, weil das ein sehr, ich sag das mal so, sehr redaktionellen, sehr, 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 sehr radiophil Touch hat irgendwie, finde ich, ist der Podcast, wo ihr sehr intensiv Themen aus dem Ruhrgebiet aufbereitet. Das will jetzt in den Rahmen sprengen, das zu beschreiben, aber wir werden das alles verlinken. Und wer jetzt deine reizende Stimme noch länger hören will, der kann sie erstmal in ganz anderen Publikationen von dir anhören. Yes. Da wollen wir auch an der Stelle Werbung machen. Ja. Ne? Vielen Dank euch und einen schönen Abend. Danke dir. Ja, dir auch, Sebastian, und bis demnächst. Vielen Dank nochmal. Ne? Tschüss. Tschüss. Ja, also jetzt habt ihr erstmal einen guten Überblick bekommen und Sebastian Bartuszek ist also auch, was die Präastronautik angeht, doch sehr beschlagen, was das Thema angeht. Ich fand, das war ein ganz, ganz tolles Gespräch, das auch umfangreicher geworden ist, als wir das zunächst geplant hatten. Es ergab sich dann Wir haben uns da so schön verquatscht. Genau, so soll es sein. Und Sebastian war so nett, uns eben das Interview von Erich von Däniken zur Verfügung zu stellen. Wir werden zunächst mal gleich auch nochmal hören, wieso die Argumentationsstruktur von Erich von Däniken ist, gerade die von Sebastian angesprochene Bibelstelle, das wollen wir euch nicht vorenthalten. Das gesamte Interview ist halt leider durch die Störgeräusche nicht so, als dass man es einspielen könnte, das hätten wir auch machen können. Aber wie gesagt, in Textform kann man das gesamte Interview ja in Sebastians Buch nachlesen. Aber damit ihr so ein bisschen Eindruck von der Situation und dem Flair dieses Gespräches nochmal bekommt. Das ist durchaus wirklich was Besonderes. Genau, spielen wir euch das jetzt nämlich nochmal ein. Jetzt war ich selbst in Mexiko und habe mir an den zugänglichen Städten, in Yucatan zumindest, das Ganze mal selbst angeguckt. Und da fiel mir auf, dass, wenn ich vergleiche, wie viel ich in Mexiko sehe, nehmen wir mal in, jetzt fällt es mir nicht ein, wo diese ovale Pyramide, die ist ja, in Uxmal. In Uxmal, wenn ich mir Uxmal zum Beispiel nehme, da sind ja unglaublich viele Inschriften und sie fokussieren auf einige wenige. Richtig. Man könnte ihn oder man macht ihnen den Vorwurf, der sucht ja eh nur nach dem, was zu seiner Hypothese passt. Absolut richtig, der Vorwurf. Genau diesen Vorwurf trifft die andere Seite auch. Gehen Sie in ein Museum. In einem Museum finden Sie bereits eine Selektion von dem, was die betreffende Arbeitsgruppe will. Alles andere landet im Keller. Sie sehen nur das, was Sie sehen wollen. Lesen Sie eine Zeitung. Sie sehen nur das, was die betreffende Redaktion bereits ausgelegt hat. Nehmen Sie den Propheten Hesekiel im Alten Testament. Da wäre ich gerne auch noch. Der kommt genau in der ersten Person. Ich sah, ich hörte. Jetzt glaubt er, Gott gesehen zu haben. Ja. Die Herrlichkeit des Herrn. Die Herrlichkeit des Herrn. Meinen die Theologen. Aber
Wenn einer glaubt, Gott gesehen zu haben, dann wird er nicht lügen. Er wird nicht im Namen Gottes lügen. Also das, was er gesehen hat, was er schreibt, hat er vermutlich aus ehrlichem Herzen geschrieben. Und jetzt beschreibt er Metallbeine, Flügel, Lärm etc. Und jetzt kommen die Theologen und sagen, Entschuldigung, Herr von Däniken, das muss man sehen als Vision. Oder er sah die Herrlichkeit des Herrn, den lieben Gott auf dem Thronwagen sitzen. Was für einen Kopf muss man dann haben, um zu glauben, der liebe Gott sitzt auf einem Thronwagen? Was ist da wissenschaftlich? Ja. Aber von der zeitlichen Abfolge, weil das habe ich über Hesekiel tatsächlich immer gefragt. Wenn wir eine Intervention einnehmen, eine außerirdische vor 60.000 Jahren, sagen wir das mal. Ja. Und Hesekiel, der deutlich nach Mose kommt, das heißt, wir sind Hesekiel etwa 600, ja, rund 570 vor Christus. Vor Christus. Das würde ja implizieren, dass damals, 500 vor Christus, immer noch dieselben Besucher... Nein, hinten und vorne nicht. Dann verstehe ich Sie, glaube ich. Gehen wir zurück auf das Christentum. Ja, gerne. Nehmen wir an, in 1000 Jahren der Zukunft würden Archäologen unsere Kirchen finden, Ruinen und weiß ich was, und Bücher lesen, die darüber geschrieben worden sind. Jetzt müssten Sie annehmen, dieser Jesus muss vor die ganze Zeit 2000 Jahre da gewesen sein. Die Kirchen, wir sind wieder neue Kirchen gelebt. Die immer wieder kommen, nein. Es gab mal eine Überlieferung. Ich habe zu Ezechiel 114 wissenschaftliche Quellen gelesen. Und da sind sich die Exegeten überhaupt nicht einig. Hm. Ist der Ezechiel original? Von wem ist das und das übernommen? Etc. Das ist ein einziger Streit. Das heißt, Sie meinen, ist es denkbar, dass in Ezechiel viel ältere Schriftüberlieferungsteile sind? Genauso, wie Buch Henoch und wie andere. Ja. Immer dasselbe Theater. Was mir wir auch können nicht ist, ignorieren, was in der Vergangenheit war, was wir an Überlieferungen haben. Sie können nicht ignorieren, und Sie sehen es heute Abend, was die Völker in der Folklore bis auf den heutigen Tag machen. Und das zu ignorieren, nenne ich unwissenschaftlich. Und nicht die andere Seite, ja, sie flutschicken sich rauf, was sie wollen. Ja, das waren die Interviewsequenzen mit Erich van Däniken. Interessanter Typ auf jeden Fall, oder? Sehr abgefahrener, ein sehr interessanter Typ und rhetorisch sehr, sehr gut natürlich. Und wer das Geld über hat und wenn er mal vorbeikommt, guckt euch mal einen Vortrag von Erich van Däniken an. Und vielleicht seid ihr jetzt schon so ein bisschen auch gegen seine Argumentationsstrukturen und seine Konjunktive geimpft. Und wir werden in den nächsten Monaten dieses Jahres einfach nochmal ganz viele Episoden zum Thema machen. Und die werden sicherlich auch sehr interessant sein. Wir haben so Ideen für weitere Interviewpartner, müssen schauen, ob wir die bekommen. Aber ich glaube, das wird ein nach wie vor lustiges und spannendes Thema sein, was wir jetzt mal in Huxler aufrollen werden. So, jetzt müssen wir diese Fernbedienungsgeschichte noch aufklären, die ja doch auch sehr, sehr interessant klang, mein liebes Ehegespannst. Ja, irgendwie schon, ne? Dann erklär uns doch mal auf, was es mit der Angelegenheit auf sich hat, mit der erektilen Fernbedienung. Die Auflösung. Ja, die Geschichte vom Pfarrer, der quasi sich auf einer Wellenlänge oder sein Penis sich auf einer Wellenlänge mit einem Garagentor befindet, ist leider eine absolute Lügengeschichte. Das Ganze hat seinen Anfang genommen in den 90er Jahren in dieser satirischen Zeitschrift Weekly World News. Also wer sich die schon mal angeguckt hat, die machen sowieso total witzige Sachen. Das lohnt sich auf jeden Fall mal, sich die Seite anzuschauen. Da findet man immer so die abstrusesten Geschichten. Es geht so ein bisschen in Richtung wie der Postillon, den ich übrigens auch sehr, sehr verehre. Also wirklich ganz geniale Geschichten. Das hat aber doch relativ schnell Furore gemacht und sich dann auch natürlich im Internet weiter verbreitet. Das heißt, man findet heute auch schon ein paar andere Versionen von dieser Geschichte. Ich finde sie einfach sehr witzig und sehr reizvoll. Das ist eine sehr schöne Geschichte, ja, genau. Und natürlich nichts dran, so ist es nun mal. Tja. Wir sind am Ende unserer Sendung. Wir können vielleicht noch ein, zwei Dinge kurz loswerden, denn wir hatten gestern Besuch vom Kai. Kai ist der Macher des Hobbykoch-Podcastes, den ich euch auch nochmal wärmstens ans Herz lege. Und Kai hat mit uns zusammen den Huxilla-Burger gemacht, denn wir sind ja die stolzen Besitzer eines Podcast-Sandwiches. Und der war großartig. Ein Veggie-Burger. Das Rezept kann man sicherlich auf der Seite sich nochmal anschauen. Werden wir natürlich verlinken. Verlinken wir natürlich auch und das Nachkochen. Also es macht ist schon Aufwand, diesen Burger selbst herzustellen. Aber das
lohnt sich absolut, wirklich. Also sowohl geschmacklich als auch so von der Konsistenz her irgendwie der geniale Fleischersatz schlechthin. Ja, großartig. Ja. Also wirklich ganz großartig. Da nochmal ganz vielen Dank, nicht nur dafür, dass wir dieses Podcast-Sandwich ja vor geraumer Zeit schon bekommen haben, da haben wir auch schon darüber berichtet, sondern dass Kai das auch nochmal mit uns zusammen gekocht hat. Und jetzt können wir es auch. Genau, jetzt fühlen wir uns sicher, dass man das kochen kann. Und man kann es tatsächlich so, wie er es im Podcast beschreibt, auch sehr gut nachvollziehen. Ja. Also das ist war eine ganz super Geschichte. Ein super schöner Nachmittag. Ja. War sehr, sehr nett, genau. Und was mir sehr am Herzen liegt, wer auf Geschichten auch steht, der Kai ist ja in der Podcasting-Szene jetzt auch ganz furchtbar aktiv und hat einen zweiten Podcast ja aufgelegt, das sind die Spiegelfelder und der ist meines Erachtens noch viel zu wenig bekannt da draußen. Die Spiegelfelder sind Geschichten, die ungewöhnlicher Natur. Sehr ungewöhnlicher Natur, die aber sehr, sehr schön sind, die Kai selber geschrieben hat und auch selber vertont. Das muss man erstmal können. Also wirklich alles so in in Personalunion zu machen, das ist schon krass. Genau, also insofern mal in die Spiegelfelder bitte hineinhören, 4 Folgen. Und das sind auch sehr lange Hörspiele zum Teil. Also da gibt es auch Folgen, die fast 2 Stunden lang sind, mit sehr, sehr schönen, sehr abgefahrenen Geschichten, bei denen ich doch mitunter sehr schmunzeln musste. Und ich finde ich sehr, sehr gut. Und hört mal in die Spiegelfelder rein, kann ich euch nur empfehlen. Und eine zweite Empfehlung bin ich hier noch schuldig. Und zwar dem André. Und André macht den Kompott hier aus Hamburg. Und das ist so eine Geschichte. Das ist ein sehr cleverer und sehr schneller und sehr eigener politischer Wochenrückblick. Mhm. Er wird mich wahrscheinlich dafür erschlagen, dass ich es so formuliere. Der Kompott. Aber da hört mal rein, das polarisiert ein bisschen. Dem einen gefällt das und die anderen können damit nichts anfangen. Aber wem es gefällt, der wird aus dem Kompott sehr viel rausziehen können und sehr viel Spaß haben. Und weil ich den anderen gut leiden kann und selber gerne in den Kompott hineinhöre, will ich den hier an der Stelle auch mal erwähnen. So. Haben wir noch irgendwas, was wir erwähnen müssen? Ich glaube im Moment nicht, ne? Nee, im Augenblick erstmal nicht. Ah, aber es kommt gleich noch. Wir können ja schon mal ankündigen, was wir gleich noch in der Sendung bringen werden. Nämlich einen Trailer. Richtig, den müssen wir auch noch einspielen. Genau, ein Veranstaltungshinweis. Genau, damit lassen wir euch dann nämlich alleine. Wir haben noch einen Trailer, den wir einspielen zu einer Konferenz. Zu einer europäischen Konferenz und natürlich. Also noch nicht abschalten, Leute. Noch nicht abschalten. Wir sind gebeten worden, diesen Trailer einzuspielen. Das machen wir natürlich sehr, sehr gerne. Und dann hört ihr euch das an. Dann könnt ihr auch danach gucken, um was es genau geht. Und dann würde ich an dieser Stelle schon mal sagen: Habt eine schöne Woche, habt eine gute Zeit. Kocht vielleicht mal was vom Hobbykoch-Podcast nach. Wenn ihr da Lust und Spaß habt. Das vegetarische Mett. Das vegetarische Mett ist ja nicht von ihm ursprünglich. Ja, okay. Aber wir haben es auch ausprobiert. Kann man auch machen. Mhm. Vegetarisches Mett. Das ist sehr, sehr lustig. Sogar vegan an der Stelle. Stimmt. Ja. Genau. Erst Mythen lösen, dann kochen, essen und dann den Tag ausklingen lassen. Das ist ein guter Plan. Und damit wünschen wir euch eine gute Zeit. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder und bis dahin immer schön skeptisch bleiben. Tschüss. Greetings, Hoxilla listeners. Do you know what to do in August? Come to Stockholm, Sweden, and meet astronaut Christer Fuglesang, activist Hayley Stevens, stats guru Hans Rosling, undercover health journalist Anna Bessian, and many more at the 15th European Skeptics Congress. Friday the 23rd to Sunday the 25th of August in Stockholm, Sweden. The 15th European Skeptics Congress. www.euroskepticscon.org. www.euroskepticscon.org. Schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an info@hoxilla.de. Und wenn ihr mögt, dann bewertet uns doch bei iTunes oder einer der anderen Podcast-Seiten, die uns führen. Hoxilla ist eine Record Shoe Production aus dem Jahre 2013.